Mit Aber ich unserem glaube, bei Mo der Stelle hat er dann auch mehr Platz zum Berg, denke ich. Ach so, der dunkel, der rote Mond wird noch dunkelrot. Echt? Yep. Okay, dann war es ja. Vielleicht klappt es dann ja doch noch mit dem. Versuche ich erstmal. Wobei es ein bisschen übertrieben ist. Ja, klar, aber ja. Nee, ich meine, ich habe jetzt hier eine Breite von 10 Meter oder irgendwas und versuche jetzt über eine 50 Zentimeter Fläche zu fahren. Na gut, ist jetzt nur mal zum Testen. Ah, da ist ein Kai. Dann fahr grad rückwärts. Kann ich weniger kaputt machen. Hat der Schneideberg immer noch unten? Ja, ich will erstmal gerade gehen. Ne, von dem Rasenmäher. Gleich hat er das Gras ausgespuckt. Ja, das ist anscheinend, wenn du reinspringst, geht er automatisch runter. Normalerweise ist es ja umgekehrt, ne? Ja, eigentlich schon. So, V. J. Und ein bisschen J machen wir auch noch. Und ein bisschen J. So. V und J ist nicht gut. Dann machen wir noch ein bisschen V und noch ein klein wenig J. Oh, oh, Ah, der ist mir groß. oh. Ich habe keinen Unfall gebaut. Irgendwie ist was kaputt hier. So, wo bist du? Du bist auch durchgefahren? Ernsthaft? Oder hast du das Ja, Schneidewerk unten? ging nicht. Hä? Also werden wir wohl diesen blöger Cutter brauchen, weil was anderes weiß ich da nicht mehr. Außer noch zu häckseln. Aber du, der Cutter ist doch für Kartoffeln. Ja, eigentlich ja. Warte. Geh mal in den Laden. Laden, ja. Gehst du mal auf Mods? Mods. Mods. Und Autokran. zwar Krone Easy Flow. Krone, Krone, Krone. Easy Flow. Dies ist ein Grasvorsatz für den Big Häcksler. Kauf den mal und klemm den mal an deinem Mähdrescher vorne dran. Ha, ist das ein Krone, Big Häcksler? Nee, aber der passt an den Mähdrescher vorne dran, das weiß ich. Okay, kaufen. Steht denn bereit? Jetzt Dafür musst du muss. halt das Schneidewerk hier lassen und... Ich lasse es mal ausnahmsweise mal hier auf der Wiese stehen. Und ich muss jetzt mal zu meinen... Oder ich komme doch so und so am Bauernhof vorbei, oder? Ja, schon. Aber das Schneidewerk passt aber, glaube ich, nicht auf diesen Anhänger. Anhänger? Ja, wo wir gesagt haben, dass man das Schneidewerk Ja, eben, separat. der Hänger sieht ein bisschen klein aus dafür, Ja, ne? Dann. das habe ich mal so anders gesehen. Oh Gott, das ist alles so groß. Erst haben wir doch rum, hier ist alles so klein, dann ist auf einmal alles so groß. Ich meine, das Fahrzeug im Ja, ne, Verhältnis das zu. ist voll breit. Aber hat einen angenehmen Sound. Schont meine Ohren. Bärbelklang besser. Aber im Gegensatz zum Rasenmäher ist es schon ein angenehmer Sound, ja. Aber wenn der wirklich jetzt hier benötigt wird, um das ganze Zeug vorne dran zu klemmen, werden wir natürlich noch eine Bärbel kaufen, aber wir können den nicht hier namenlos verschwinden lassen. Also Fakt ist, mit dem Anbaugerät, was ich jetzt gesagt habe, damit kann Ja. man auch Rasen mähen. Okay. Aber das sieht ja voll komisch aus, ne? Deswegen besteht die Möglichkeit, dass das vielleicht trotzdem gleich getrennt wird irgendwie. Dass der Rest hinten rausfliegt. Ja, ich finde das schade. Na gut, wenn der Rest hinten rausfliegt, ist es in Ordnung. Aber wir hatten noch mal diese Kombination Rasenmäher mit Anhänger, wo gleich alles aufgesammelt hat. Aha. So, was ist denn hier noch drin? Wir haben hier noch einen Anhänger stehen. Den Grashammelwagen. Ach so, den hast du da reingestellt. Jo. Okay. Ich trau mich nicht da hier. Ich
bis jetzt mal noch, haben wir noch keine großartigen Geräte. Diesen Vordersatz einfach mittig in diesen einen Scheune rein, die eine Scheune. So. Boah, passt der denn überhaupt durch unsere Toreinfahrt durch? Der Mähdrescher? Ja. Also der Mähdrescher, ja. Das Schneidewerk. Ja, aber dann muss ich auch schauen. Muss man ein bisschen weiter runter. Ja, da ist immer so ein Dach oder was dazwischen. So. Fangen wir doch erstmal an, wo muss ich denn hin? Nach rechts. Nach rechts. Also von mir aus gesehen nach links. Nein, von dir aus gesehen nach rechts. Nee, von mir aus gesehen nach links. Hä? Nein, nach rechts! Ja, wart. Ich bin... Ich war auf der anderen Seite, ich bin nur auf die Taste falsch gekommen. Ich habe gedacht, ich wäre schon Richtung Straße. So. Ich habe ja von vorne auf mich drauf geschaut, deswegen. Ach so, deswegen. So. Aber ich war jetzt eben durch den Vorderhof. Da stehen auch Ballen rum. Wir haben überall Ballen rumliegen. Müssen wir ehrlich schauen, ob wir daraus Geld machen können. Haben wir überhaupt eine Scheune, wo wir das Zeug reinwerfen? Ja, ich denke, das ist das Ding, was vorne Richtung Straße zeigt. Ich denke es zumindest, also... Ich glaube, da drin ist so eine schwarz-gelb markierte Fläche, das heißt, da können wir euch was abholen, eigentlich. Weil schwarz-gelb heißt ja immer, dass man da was aufladen kann. Und ist dieses Feld hier schon fertig, gleich am Eck? Das weiß ich auch nicht. Was, die... gleich am Eck? Die neuen? Ja, ich denk's, also... Wo fahrst du denn nicht lang? Ja, die neuen, genau. Ich denk's, weil hat sich bis jetzt noch nicht weiter was getan. Und kurioserweise, die Früchte sehen wir ja. Also warum können wir sie nicht sehen? Da ist aber ein Wortspiel drin. Ja, ne? Oder müssen wir die auf einem gepflügten Feld sehen oder sowas? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. So, was ist denn hier? Es wird langsam dunkel hier. Ja, ich muss das Licht anmachen. Ja, habe ich auch, ja. So, was ist denn hier vorne und hinten? Das siehst du, das, die eine Seite, die hat so, da ist nichts. Da wo offen ist, das ist halt, also du findest das schon raus. Ja, ich bin ja schon richtig auf dem Weg, aber... Also damit können wir dann auf jeden Fall auch Rasen mähen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Satz schon wieder fertig gekriegt habe oder nicht. mir hat es gefallen mit dem Anhänger direkt hinten dran. Ja. Und vor allen Dingen, da hat man auch nicht so genau sein müssen. Wir sind einfach drüber gefahren und 2-3 Tage später war ja wieder alles zugewachsen. Ja, das gefällt mir an für sich auch besser. Das ist Weg- und zeitsparend. So. Oh, ich mache hier einfach die 3 und nehme wieder die Finger von der Tastatur. Oh, der driftet ein bisschen. Ja, der hat einen leichten Drall. Ja, und das soll man nicht machen, wenn wir auf der Brücke sind. Sind da Fische? Guck nicht zu genau hin. Sonst müssen wir doch noch den Autokran kaufen. Ich war ja schon drüben, als ich geschaut habe. So, ja, ich kenne dich. Du verlierst das Gleichgewicht und rammelst ja trotzdem noch rückwärts rein. Der arme Golf. Jetzt endet er als Korallenriff auf dem verhunzten Hof. Jo, die haben uns rausgeschmissen, da können sie auch so einen Golf bergen. Könnten sie auch 10 Golfs da drin haben. Was hat er gekostet? 100 noch was? Ja, ich glaube. Boah, da hätten wir uns 10 Golfs kaufen können. Jetzt haben sie zumindest auch mal einen Golfstrom in ihrem Dorf. Ich kann den ausklappen. Was kannst du aus... Aufklappen, ja. Aufklappen. Wie aufklappen? Da geht vorne noch so ein Ding hoch. Ah, warte, ich habe das, das Zeug mal in, echt gesehen. Du hast zwei Möglichkeiten.
Du kannst Rasen mähen, ganz normal. Und dann ist auf die ganze Breite, wo du mähst, auch das, ja, das Ergebnis. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Stroh, Heu, Heu. Oder du kannst es so zusammen machen, dass es in eine schmale Bahn abgelegt wird. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da kommt es doch aus dem Mähdrescher hinten raus. Ich weiß nicht. Normalerweise wird es ja wahrscheinlich nicht. Dann habe ich was anderes gesehen. Weil da habe ich auch noch nicht den Unterschied erkannt, was wo da jetzt zwischen offen und zu ist. Also zumindest nicht beim Rasenmähen. Das ist nicht das Teil, was du anhängen kannst, ne? Also wo die anderen zwei reinkommen, ne? Also dieses Zusatzteil. Das war was anderes. Das war ja hinten dran. Ja, das ist ja vorne. Nee, da habe ich was verwechselt. Komm. Oh, der schleicht hier durch die Gegend. Ja, die Bärbel und so, die waren schneller, oder? Hat zumindest den Anschein gemacht. Du hast dich richtig verliebt, ne? Ja, in so eine alte Schachtel. Aus dem alten Bock, da lernt man halt das Reiten, fahren. Ich lenke mal mit dem Sonnenuntergang ab. Ist sie immer noch nicht untergegangen? Ich sehe, ich finde es toll, ich fahre dem Sonnenuntergang entgegen. Oh, wie im Wilden Westen. Ja, genau. Ab in den Saloon, wo die Puppen auf dem Tisch tanzen. So, ich habe hier zu viele Optionen. Das Zeug hat sich ja schon wieder geändert, oder? Was? Nee, es ist dunkelbraun geblieben. Es war halt zu dunkel. So, was kann ich denn jetzt hier alles machen? So, ich schalte mal erstmal V. V ist immer gut. Es geht runter. Oh, das finde ich nicht gut. Hoch. Hä? Hä, gefällt mir nicht. Aha. X. V. Ja, das drückt mein Drescher ein bisschen hoch. Ja. Der hat ja keinen Bodenkontakt vorne. Brauchst du ja nicht, er lenkt da hinten. Okay. Ja, na gut. Dann. Ich denke, ein bisschen J wäre nie schlecht. Ja. So, und ich habe schon aufgeklappt Ja. und fahre mal geradeaus durch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Was gibt was? Nee. Verdammt. Jetzt klappe ich mal zu. Und fahre mal durch. Und? Oh, ich finde, das Mondfeld passt farblich zu diesem grünen Fahrzeug. Verdammt. Ja, jetzt haben wir zumindest ein Anbaugerät, mit dem wir auch Gras mähen können, also. Ja, und ich kann auch Licht einschalten. So, dann machen wir mal Easy Floor heben. So, und fahren wir durch. Aha. Naja, beschwert sich nur, dass ich so schnell bin. Oh. So, dann nehmen wir noch Easy Flow aufklappen. Dann habe ich alle Möglichkeiten durch. Und fahren wir durch. Okay, dann machen wir durch. Lass krachen. Ich schätze mal eher nicht, ja? Oh, das ist gut. Ich kann durch die Frucht fahren, Ohne dass was passiert. ohne was passiert, genau. Ha, ich bin gut. So. Jetzt stelle ich mir allerdings auch die Frage, wofür soll das Ding dann trotzdem sonst noch gut sein, außer zum Rasenmähen? So, warte mal.
fangen wir doch mal an.